Jo Leute, willkommen zum siebten Part von Kirby und das vergessene Land. Und heute geht es zum Boss. So, aber ihr seht da oben, ich habe einen Angriffstrank, weil ich habe alle Codes, die ich so gefunden habe, eingegeben. Hat ein bisschen gedauert, deshalb habe ich das jetzt hier nicht gezeigt. So, los geht's. Der tropische Terror. Okay, wir haben die Tornado-Fähigkeit. So. Oh, hier ist eine Maxi-Tomate. So, die hat mir jetzt nicht wirklich was gebracht. So. Okay, hier kann ich zwischen verschiedenen Sachen auswählen. Ich weiß nicht. Weil da es ein Baum ist, nehme ich jetzt einfach mal das Feuer. Ich hoffe, ich habe hier die richtige Entscheidung genommen. Entscheidung getroffen. Okay. Ja. Das sind ja schon die Waddle Dees. Und der Baum. Wutwedel, Tropic Woods. Okay. Ja. So. Der bewirft uns hier, so. Wir brennen ihn aber an. Jo, ja, er hat uns ganz schön weggeboostet. Also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. So, hier sieht man ja zum Glück die Schatten. Das, wow! Ey, das geht echt richtig schnell. Und seine Früchte explodieren noch. Oh! Ja, jetzt haben wir ihn wütend gemacht. So, hier hoch. Hier können wir rüberfliegen. Was sollen wir hier machen? Die verfolgen uns, die Dinger, oder wie? Jo. Was sollen wir noch machen? Aber wir können wenigstens auf die Wurzeln rauf. So, wir müssen halt erstmal an ihn rankommen. Boah, dieses Gitter, was er da macht, ist schon recht stark. Aber wir können wir einfach noch umgehen? Ja, hier kann er uns auch angreifen. Oha. Wir haben nicht mehr viel Leben. Aber wir haben ihn halt auch echt gut an. Jo, was soll man machen? Das ist schwer. Mal könnten sie viel jährlich sicher. Komm schon. Ah, so gut wie tot. Ist er so gut wie tot? Aber erst genau. Ja, die Verbrennung. Die Verbrennung hat's gemacht. Die Verbrennung hat's gemacht. Wow. Gar nicht mal so einfach. So. Du hast ein edler Entdecker. Oh. Besiege den Boss innerhalb von 2 Minuten. Ja, das haben wir geschafft. So. Mission geschafft. Tropic Woods. Oh. Okay. So. Ach, die konnte man zerstören. Also beim Angriff oder wie? Ich weiß es nicht. Ich habe leider nicht alle Missionen gemacht. Aber jetzt geht's zum nächsten Gebiet auch schon gleich. So. Ach, wir fliegen direkt zur Waddle-Dee-Stadt. Cool. Ist hier was Neues? Meine wo? Ja, wir können natürlich den Entdecker weiterhalten. Der Waddle Dee Gelehrte ist in der Stadt. Er wird dir Tipps geben, wie du fehlende Blaupausen finden kannst. Und verrät dir noch viel mehr. Okay. Sprechen wir mal mit ihm.
Wie geht es dir? Man nennt mich den Waddle Dee Gelehrten. Kurz nach meiner Ankunft bin ich über dieses mysteriöse Buch hier gestolpert. Es enthält sämtliche Fundorte unentdeckter Blaupausen. Außerdem werden darin, wie aus Geisterhand, Highscores und viele andere Informationen aus aller Welt verzeichnet. Dir ist bisher keine einzige Blaupause entgangen, sehe ich dir vom Aufenthaltsort einer neuen Blaupause erfahren, helfe ich dir gern dabei, sie aufzuspüren. Der wöchentliche weltweite Rekord für Solo-Job leicht beträgt 5.740 Punkte. Es wurden insgesamt 53 Waddle Dees bedient. Du hast bisher 74 Waddle Dees gerettet und die Gesamtzahl weltweit geretteter Waddle Dees beträgt sage und schreibe 65.565 Waddle Dees. Große Zahl. Möchtest du noch mehr erfahren? Erstmal nicht. Falls du noch mehr erfahren möchtest, bin ich jederzeit gern für dich da. Auf diese Zahl, Alter. Wie viele Waddle Dees ja gerettet wurden. Krass. Wir sind auch fast besiegt. So, ja, wir haben eine neue. Ja, okay, ja, er sagt halt genau das gleiche. Also gut, ja. Man guckt sich das an. Aber die sagen ja generell immer das gleiche. So, dann upgraden wir mal den Entdecker. Der ist in der anderen Richtung. So, hier haben wir auch schon einiges geupgradet. So. Entwickeln wir. So. Und let's go. So, was wird daraus? Edler Entdecker. Okay, ja, wir sind jetzt ein edler Entdecker. Okay, ja, erzählen können wir immer noch. Oha, das ist krass. Das müssen wir gleich mal ausprobieren. So, laden wir mal voll auf. Ja, also das ist ziemlich krass. Ja, gute Fähigkeit. Wir müssen uns mal heilen. Deshalb würde ich sagen, holen wir uns mal kurz was beim Kaffee und dann geht's weiter. Ja, also, ich würde sagen, dann wird das hier mal. Energy Drink, alles klar, ja, kaufen wir. Hier essen. So, ja, danke. Ja, wir essen hier oben, wir trinken hier oben zusammen einen Energy Drink. Ja. Okay. So, jetzt sind wir erstmal wieder geheilt und ich würde sagen, dann geht's jetzt weiter. Mit einer neuen Fähigkeit. Oder eher gesagt, mit einer geupgradeten Fähigkeit. So. Jetzt geht's hier zum Freizeitpark. Wundaria Ruinen. Ja, du hast den Boss besiegt und ein neues Gebiet freigeschaltet. Cool. Willkommen in Wundaria. Ja, sieht ziemlich cool hier aus. Cooler Freizeitpark. Let's go. Erstes Level. Okay, wir sind hier drin. So. Und jetzt sind wir im Freizeitpark. Weil hier sind kleine Quietsche-Enten.
Captain und ich kann mir vorstellen. Ah, das sind keine Quietsche-Enten. Ach, ich muss alle sammeln. Muss ich die hier sammeln, sodass sie mir hier hinterherlaufen? Und, ja, dann muss ich sie wahrscheinlich zur Mutterente bringen. Ich glaube, das wird eine Mission sein. Oh, Popcorn ist auch gut für die Heilung. So, und, hier war noch einer. So, 4 Stück. Ist hier hinter noch einer? Ja, das sieht echt cool aus. So, ich glaube, da haben wir jetzt alle Enten. So. Okay, ja, dann bringen wir die mal hier. Okay. Hilft den Verirrten. Hier ist noch eine. Ja, die wird wahrscheinlich auch hier sein. 5 Stück sollen es sein. Okay. Ja, ich würde jetzt glauben, dass die. Ach, hier ist sie. So. Dann bin ich klar, dass es hier nicht einfach weitergeht. So. Ja. Da haben wir schon mal die erste Mission erledigt. So, den hätten wir jetzt auch einsaugen können, aber egal. So. Hasenbus oder, naja, was ist das denn wirklich? Okay. Können wir das einsaugen? Nein, es macht einfach nur Schaden. So. Ja, da sind jetzt die Münzen egal. Wir können das hier natürlich. So. Ja, Heilung. Ja, hier sollten wir scheinbar aufpassen. Aber ja, wir können ja auch einfach fliegen. So, hier sollten wir lieber abbauen. Bei diesen Dingern. So, okay. Ja, das sieht echt ziemlich krass aus. Nein, hier muss man aber auch. Nein, unsere Fähigkeit. Wo ist sie? Ach, wir haben sie eingesaugt. Okay, einfach hier lang. Oh, gar nicht mehr so einfach. Da sehen wir die und auch diesen Hammer-Typen. So, okay, jetzt hier drauf. Okay, was passiert hier? Ein Zeitwurzel, die. Okay, ja, da oben ist unsere Zeit. Bis jetzt sieht das ganz gut aus. Ich glaube, wir schaffen es, ja. Wir schaffen es. So, Waddle, die Nummer 1 ist schon mal gerettet. So, jetzt hier rüber. Also, hier ist das Fliegen echt ziemlich praktisch. So, jetzt hier hoch. Okay, hier kann man sich auch verstecken. So, jetzt hier den Schalter aktivieren. Damit geht das hier oben auf. Oh, oh Mist! Mist. Oh, ganz knapp. Ja, den Affen hier besiegt. Ja, ich weiß jetzt nicht, hier sind ja 2 Wege, aber ich nehme mal den wir hier per Schalter aktiviert haben. Ich glaube, das war richtig. So. Sehen wir auch den hier. So. Ja, Vollstoffmodus. Let's go. Das ist krass. Achterbahn. Ah, hier können wir uns neigen. So, wir sammeln natürlich alle Coins hier ein. Und. So. Ah, nein, das haben wir fast. Oh, Junge, das geht schnell. Nicht, dass wir am Ende so noch ein Waddle Dee bekommen müssen. So. Ah, ja, hier haben wir auf jeden Fall eine Katze bekommen. Und jetzt geht's hier rein.
Oha. Oh, aber das ist schon richtig echt cool. Ey, das ist echt nicht einfach. Die ist richtig schnell. Da muss man echt gut reagieren. Nein, ich habe einen Schalter verpasst. Ja, ich würde das jetzt... Nein, neuer Versuch. Ja, da ist ein Waddle Dee. Den wollen wir natürlich retten. Nein, neuer Versuch. 100%. Neustart. Diese Mission machen wir auf jeden Fall neu. So. Wir müssen hier scheinbar beide Schalter erwischen. Und wie viele... Ah, okay. So. Den ersten hatten wir erwischt. Oh, es ist echt nicht einfach, weil man muss richtig schnell reagieren. Okay. So, hier geht das ja noch voll klar, aber ja, bleibt nicht so. Am Anfang ist es ja auch noch nicht so schnell, aber es wird schneller. So, der erste Schalter hat ja nur, hat uns ja so eine Kapsel gegeben. Ja, wir kriegen direkt noch eine. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob die andere gespeichert wurde, aber wir haben jetzt auf jeden Fall. Ja, es ist schwer. Ich stell mich hier auch ganz schön an. Ja, wie schnell soll ich denn reagieren? Aber der Schalter. Den Schalter haben wir getroffen. Ja, das war das Wichtigste. Dass wir den getroffen haben. So. Der zweite Waddle Dee ist gerettet. So. Hier geht's raus. So. Okay, wo sind wir jetzt hier? Meine, da war ja auch eigentlich noch ein Weg, aber vielleicht war der auch nur da einfach so. Um die Achterbahn zu überspringen. Ich weiß es nicht. So, hier geht es auf jeden Fall jetzt weiter. Da ist so ein Affe. Ja, die Dinger. So, den haben wir auch besiegt. Ist hier irgendwie was Besonderes? Oder wenn man den Automaten hier anschließt? Nee, es ist einfach nur Deko. Okay. Oh ja, hier gibt es auch eine Heilung. Brauchen wir jetzt zwar nicht. Aber egal. So. Da oben, da ist ein Schalter und das ist eine weitere Kapsel. Die wir einsammeln können. Okay. Und hier den Schalter. Okay, ein Waddle Dee. So. Der dritte, jetzt fehlt nur noch einer, aber auch es gibt ja auch noch die Mission. Können wir den Hotdog-Stand verschlingen? Nein. So. Ja, hier glitzert was. Eine Tüte Popcorn. So, aber was sind eigentlich die anderen Missionen? Man, es müssen auch bestimmt noch welche geben. Ja, also das kriegt man auf jeden Fall nicht auf. So, was ist hier? Hier ist es echt ziemlich matschig. So, diesen Bouncy hier müssen wir auch mal erwischen. Nee. Ach, egal. Diese komischen Affen. Oh, vollstopfen mit Wasser. Wasser Kirby. Das ist ziemlich witzig. Da machen wir alles sauber. Ja, aber hoch springen kann der nicht.
Weil die müssen wir hier mit Wasser abspritzen. Ausspucken. Bam! Das war aber eine große Wasserfontäne. So, als so einen. So, als so einen fetter Wasserkerl ist es natürlich nicht so einfach, die Latte hochzugehen. So. Ja, so kann man die einfach kaputt machen. Okay. Hier machen wir jetzt alles sauber. Mit dem Wasser. So. Okay. Das ist echt lustig, Wasser einzusaugen. So, immer alles. Wow. Bring alle Blumen zum Blühen. So. Aber das geht ja auch mit Wasser. So, 8 Stück. So. Okay. Schon mal die Hälfte. Okay, hier. Spielzeughammer, Blaupause. Ja, dann können wir den Hammer upgraden. Ja, das müssen wir jetzt ausspucken. Hier waren ja auch keine weiteren Blumen mehr. Ey. Da besiegen wir den, auch diesen Knochentypen. Ey, den kriegt man irgendwie nicht besiegt. So. Holen wir uns erstmal das Wasser. Okay. Ja, so viele Blumen müssen wir noch zum Blühen bringen. Ich hoffe ja, wir haben keinen verpasst. So, hier machen wir alles sauber. So, hier sind keine weiteren Blumen. Oh. Alles. Okay. Ja, hier war auf jeden Fall eine Model D. Okay, ja, 4 Stück schon mal. So, wir müssen noch 4 Blumen zum Blühen bringen. Ja. 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 Wir haben scheinbar welche davor verpasst. Das ist natürlich nicht so cool. Passiert. Wir haben trotzdem einige gerettet. So. Genieße den Ausblick von der Spitze der Rakete. Wie hätte ich das jetzt machen sollen? Ich weiß es nicht. Kanone haben wir noch nicht. Und Cosi. Wir haben schon einige. Ich habe auch vorhin beim Einlösen der ganzen Codes, die es ja, die es so gibt, auch einen neuen bekommen. So, Rennpisten, Raserei. Okay. Bye bye. Ja, und jetzt kommen wir die ganzen Schatzsuchen. Okay. So, wir könnten ja auch welche machen, aber hier sind noch einige, die wir noch nicht gemacht haben. Ich mache hier jetzt einmal eine und dann upgraden wir noch den Hammer. So, mit dem Special Boomerang. Okay. Werfen Wirbel weiter. Weiter, ja. Okay, ja, wir müssen beide auf einmal. Ah, ja, wir haben ja auch 2. Hä, wie sollen wir... Achso, ich habe ja 2, stimmt. Ich kann ja 2 auf... Ich kann ja 2 auf einmal werfen. So, hatte ich ja ganz vergessen. So, und hier noch... Beide, so. Eigentlich kann man hier auch einfach rüberfliegen. Aber okay. So, hier dann gleich alle Schalter. Los. So, das ist geschafft. Und jetzt geht's weiter. Noch hier, okay. So.
So, hier müssen wir alle. Oh ja, wir haben hier schon ein paar. So, so. Wow, ich bin aus Versehen in den Stacheln. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Ich kann einige werfen. So, jetzt nicht mehr. Was? Nein, nein, Mist. Ah, ich sollte auch schnell sein. Jetzt kommen die alle wieder zurück. Ah. Kadab, kadab. Kommt schon. Da, ich bin fast tot. Nein. Mann, ich bin. Oh, gerade so. Jetzt schnell sein. Nein. Was? Als ob. Das war jetzt wirklich ein ganz großer Fail, aber wirklich ein ganz großer. Ich bin da dummerweise in die Stacheln gelaufen. Aber können wir eigentlich alles überspringen hier? Hier rüberfliegen. Mach das jetzt. Wir haben das ja schon gesehen. Okay. Ja, so kann man es auch machen. Oder auch nicht. Schlechte Idee. Ja, jetzt bauen wir auch hier. So, ich mach das jetzt so. Geht ja schneller. Komm schon. Nein. Denn das hat uns ja jetzt richtig viel Zeit gekostet. So, da muss ich jetzt hier rausspringen. Ja, ich dachte, ich bin ganz schlau und mache das richtig, aber jetzt habe ich es komplett vermasselt. Ja. Abschnitt verlassen. Ja, das war jetzt wirklich ein Fail. Ja, ein sehr großer Fail. Also, überhaupt nicht gut. Ja. Schlecht hat man es ja kaum machen können. Ach man. Dass wir es nicht rüber geschafft haben, ist schon schlecht. Ja. So, wir upgraden noch den Hammer. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit dazu. So, machen wir es mal. So, ja, ich hier. Ja, der sagt halt eh immer das Gleiche. So, deswegen skippen wir das. So, was wird aus dem Hammer? Ein Spielzeugkammer, das wissen wir ja. Wie wird er aussehen? Entwickeln wir. Let's go. Und ja, so sieht das Spielzeugkammer aus. Ich finde, dass dieser Helm sieht deutlich cooler aus. Ja, okay, das ist krass. Probieren wir gleich mal an diesem netten Herr Sandsack aus. Geht's auch weiter? Bam! Alter, ist das krass. Ja, und generell. Ja, das sieht echt schon ziemlich krass aus. Was auch krass ist, ist, dass die Folge jetzt zu Ende ist. Ja, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.